In meinem Roman Der Weizen gedeiht im Süden überleben ein Arzt und seine Tochter einen Atomkrieg in einem Bunker in den Schweizer Alpen. Schon bald schwinden dort die Ressourcen und alte Konflikte brechen wieder auf, sodass eine Gruppe rund um den Protagonisten Oliver zur Flucht gezwungen wird. Ich steige jetzt mit meiner Lesung an einer Stelle ein, wo diese Gruppe zum ersten Mal konfrontiert wird mit der ganzen Unbarmherzigkeit der Kälte des nuklearen Winters. Ihr Mut, gegen überwältigende Probleme und Tyrannei zu kämpfen, ermöglicht ein neues Leben in Freiheit. Das ist die Prämisse dieses Romans, die Zuversicht und Optimismus vermittelt, Krisen zu bewältigen, wenn man sie mit Optimismus und Kraft angeht. Und ich finde, die Geschichte schlägt dadurch eine Brücke zu ganz aktuellen Problemen. Der Notausstieg befand sich in der Nähe eines Bergsees unterhalb des Pischarron-Gipfels. Die Lage des Sees ließ sich unter dem meterhohen Schnee, der das Hochtal füllte, nur erahnen. Im trüben Licht wirkte die Gipfelpyramide wie eine monumentale Warnung vor den Herausforderungen, die auf die Flüchtenden warteten. Hämmerli formierte eine Reihe, er und Isla gingen voran. Nach den ersten stapfenden und wühlenden Bewegungen durch den hüfthohen Schnee wurde allen bewusst, dass dieser Abstieg sich mit nichts vorher Erlebten vergleichen lassen würde. Vor der Eiszeit hätte der Weg bei einer Wanderung im Sommer wenige Stunden erfordert. Nun sprach Hämmerli davon, dass sie all ihre Kraft aufbringen müssten, um es bis zum Abend ins Flyerna-Tal zu schaffen. Dort würden sie vielleicht Schutz in verlassenen Gebäuden finden. Wir müssen den Gegenanstieg da zum Höhenrücken rauf, beschrieb Hämmerli das erste Teilstück des Weges. Oben auf dem Pischagrat kommen wir vielleicht aus dem Tiefschnee raus. Und eine Rast? Fragte Oliver, der keuchte und dem der Mund einzufrieren drohte. In 1,5 Stunden, wenn wir kurz unterhalb des Grats sind. Der Gegenanstieg, da heißt verborgen Pischer. Scheiß Name. Die Sonne stieg höher, doch ihre wärmende Kraft drang nicht durch die grauen Wolkenschleier. Zitternd grub sich die Gruppe durch die weiße Hölle. Eine Strapaze, die allen schlagartig die fundamentale Veränderung der Welt ins Bewusstsein rückte. An einigen Stellen ging es über Felsen, wo Schnee lag, der nur bis zu den Knien reichte. Doch die Hoffnung, es könnte nun leichter vorangehen, zerstob nach wenigen Schritten, als das brutale Weiß abermals ihre Hüften umschloss. Immer wieder wandte Oliver sich um und sah aufmunternd Annabel an, die hinter ihm lief. Ihr Mädchengesicht, das von einer Winterjacke und einer Pudelmütze umrahmt wurde, strahlte Unerschrockenheit aus, obwohl ihr die Anstrengung anzusehen war. Sein Blick streifte auch kurz zurück in Richtung Bunkerausstieg, da er befürchtete, Wiegeles Männer könnten die Verfolgung aufnehmen. Manchmal irritierten ihn Schatten, die er für durch den Schnee streifende Söldner hielt. Vorerst bräuchten sie nicht mit Angriffen zu rechnen, beruhigte Hämmerli ihn. Denn die Wachleute müssen sich erst ausrüsten und vorbereiten. Und Isla und er würden schon das Richtige tun, käme es zu einer Konfrontation. Die körperliche Anstrengung drohte Olivers Denken zu blockieren. Er verstand nicht, warum Hämmerli sie bergauf zum Pischagrat führte, der ihm unüberwindlich erschien. Es fiel ihm schwer, seine inneren Widerstände niederzuringen. Auf einmal hielt er es für völlig ausgeschlossen, die Weiten der Alpen unter diesen Bedingungen zu durchqueren. Um sich herum sah er nur mächtige Gebirgsketten, getaucht in trügerische Stille, mit der auch die tödlichen radioaktiven Isotope überall zerfielen, dachte er. Wenige 100 Meter Weg bedeuteten hier draußen eine Ewigkeit. Zeit bekam einen anderen Wert. Plötzlich schrie Madeleine von Holzendorf: Halt! Entsetzt zeigte sie auf Caroline, die auf den Rücken gefallen war. Mit geschlossenen Augen lag sie im Schnee, das Gesicht kreidebleich, die Lippen blaurot.
Oliver und Hämmerli stapften zurück und knieten sich zu ihr. Sie atmete flach und schnell. Trotz des Drucks durch die extreme Situation rief Oliver sein medizinisches Wissen ab. Er zog die Handschuhe aus und tastete nach dem Puls. Ihr Herz raste mit über 140 Schlägen in der Minute. Er hielt sich seine Hände vor den Mund, hauchte sie an, um die beißende Kälte zu lindern. Vergeblich. »Was hat meine Tochter?« wollte Frau von Holzendorf wissen. Sie hatte die Augen weit aufgerissen und die Arme vor der Brust verschränkt. »Ein Schwächeanfall, wahrscheinlich durch ihre Bronchitis«, stammelte Oliver gegen die klirrende Kälte. Und an Hämmerli gewandt ergänzte er, »Pause, bis sie sich erholt hat.« »Ja«, pflichtete Madeleine bei, der Tränen in den Augen standen, »das ist zu viel für sie und auch für mich.« »Okay, Rast, 10 Minuten.« Hämmerli schnallte sich den Rucksack ab, öffnete ihn und zog eine Thermoskanne heraus, in deren Becher er ein dampfendes Getränk goss. Die anderen kauerten sich in den Schnee, suchten Schutz vor dem eisigen Wind. »Hier, du zuerst.« Hämmerli gab Annabelle den gesüßten Tee. »Danke.« Das bibbernde Mädchen schlürfte die heiße Flüssigkeit und reichte den Becher rasch an Christian weiter. In diesem Moment schlug Caroline die Augen auf. Sie wirkte verwirrt. »Sind Sie okay?« fragte Oliver besorgt und suchte ihren Blick. Eigentlich hielt er Caroline für durchtrainiert. Hatte das Antibiotikum, das er ihr vor 3 Tagen gegeben hatte, nicht angeschlagen? »Seitenstechen und auf einmal so übel«, brachte Caroline mit brüchiger Stimme hervor. »Und dann weiß ich nichts mehr. Geht's jetzt besser?« »Etwas, aber mir ist so kalt. Gott, ich halte ja alle auf.« Gequält lächelte sie in die Runde. »Hier, trinken Sie. Tee mit Zucker. Ist gut.« Oliver half ihr hoch und stopfte Schnee hinter ihren Rucksack, sodass sie aufrecht sitzen konnte. Inzwischen hatte Hämmerli Brötchen ausgepackt und 2 Büchsen Corned Beef geöffnet. Er zerkleinerte die Nahrungsmittel mit dem Taschenmesser und verteilte sie. Alle aßen gierig. Der Kampf gegen die Naturgewalten verbrauchte Energie. Oliver grübelte darüber nach, in welcher Gefahr sich Caroline befand. Selbst ein simpler Infekt war in dieser Situation imstande, ihre Kräfte erheblich zu schwächen. Und sie litt an einer schweren, fieberhaften Bronchitis, wahrscheinlich sogar an einer Lungenentzündung. Wenn sie den Abstieg nicht schaffte, steckte die Gruppe in einem Dilemma. Eine Nacht im Freien, bei diesen Temperaturen und in dieser Höhe, bedeutete für sie alle das Ende. Irgendwann würde Hämmerli dann eine Entscheidung treffen müssen. »Besser?«, fragte Oliver seine Patientin beschwörend. Diese nickte nur leicht. Mit 2 Fingern tastete er erneut ihre wild pulsierende Halsarterie. Ihre Haut war bedeckt von kaltem Schweiß und ihr Herz schlug jetzt 120 Mal in der Minute. Immer noch zu schnell, um aufzubrechen. »Noch 5 Minuten«, wandte Oliver sich mit bittendem Blick an Hämmerli. »Sie ist noch nicht so weit.« »Okay, 5 Minuten«, stimmte Hämmerli zu, »aber nicht länger. Die Wolken da hinten sehen böse aus.« Oliver betete, dass Carolins Puls unter 100 sinken möge. Dann fragte er ernst, »Haben Sie eigentlich das Antibiotikum genommen, das Levofloxacin?« Caroline senkte den Blick und biss sich auf die Lippe. »Schon gut, Sie sind nicht die Erste, die was gegen Pillen hat.« »Tut mir leid, ich fühle mich so beschissen. Ich habe die Dinger zurück in den Schrank getan, wegen der Nebenwirkungen.« Oliver öffnete den Rucksack und kramte seine Reiseapotheke hervor, in der er ein weiteres Päckchen Levofloxacin verstaut hatte. 7 Tabletten, ausreichend für 1 Woche Behandlung. Er drückte die erste Pille aus dem Blister. »Das kann ich unmöglich annehmen.« »Warum?« »Was, wenn Annabelle krank wird und sie dann keine mehr haben?« »Wir finden neue, in einer Apotheke unten in Davos.« Langsam, aber mit der Konsequenz des erfahrenen Arztes, führte Oliver die Pille zu ihrem Mund.
Nach kurzem Zögern nahm sie an und lächelte. Er tastete erneut ihren Puls, der jetzt bei 95 lag. »Laufen Sie hinter mir und halten Sie sich an meinem Rucksack fest«, bestimmte Oliver. »Ich ziehe Sie darauf.« Für den Anstieg durch den Tiefschnee zum Kamm brauchten sie 2 Stunden. Der Verzweiflung nahe verfluchte Oliver den weichen, unberechenbaren Untergrund. Seine Schultern schmerzten von der Last auf dem Rücken. Je weiter sie nach oben kamen, umso mehr schwanden Carolins Kräfte. Gleichzeitig trieb Hämmerli die Gruppe stärker an, weil er schlechtes Wetter befürchtete und aus verborgenen Pöscher heraus wollte. Er spürte die Gefahr von Lawinen. Eine falsche Bewegung und der ganze Berghang würde abstürzen. Gegen 9 Uhr morgens erreichten sie den Pöschergrat. Der Wind hatte den Fels vom Schnee befreit. Neben Geröll und scharfkantigem Gestein prägten eisüberkrustete Areale das Gebiet. Gefährliche, launenhafte Stellen, die Ausrutscher mit dem Tode bestraften. Zudem waren sie auf dem Kamm schutzlos dem eisigen Wind ausgeliefert. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung froren allen Hände und Füße. Sie fühlten sich hungrig und ausgelaugt. Nach einer weiteren halben Stunde erreichten sie die Bergstation Pöscher, wo die Seilbahn aus dem Flüelertal endete. Knapp über dem Schnee hing ihre